Wer Stenografie nach der Wiener Urkunde lernen will, der muss das Alphabet lernen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir können in der Community aber einander helfen mit ein paar memotechnischen Tricks, die Buchstaben leichter zu lernen. Stets wird uns dabei fortgeschrittene Stenografie begleiten als Stimulation für das Unterbewusstsein. Genauso wie wir es analog vom Sprachenlernen kennen, und zwar seit frühester Schulzeit. Da verständigt man sich ja auch bereits mit ganzen Sätzen, obwohl die einzelnen Buchstaben erst gelernt werden müssen. Los geht's mit dem ersten Konsonanten B. Offenbar wird hier nur ein Fragment von dem handschriftlichen B benutzt. Bei der Mitlautfolge BR, BR hat man offenbar eine Anleihe von dem großen R genommen. Und mit dem bereits gelernten B kombiniert. Als dritter Buchstabe im Steno-Alphabet kommt das C. Das sieht in der Tat aus wie eine verkrüppelte 3. Wir gehen von einer 3 aus, machen aber den unteren Teil steiler. Wir nehmen uns dazu eine eigene Seite vor und schreiben ganz genüsslich das Steno-Zeichen für C. Und hier ist es, das Steno-Zeichen für C. An dieser Stelle würde der Initiator von Steno 2.0 in der Community sich freuen, wenn auch andere mithelfen würden, die Zeichen in Form von kleinen Steno-Videos einzuführen.